Hallo und herzlich willkommen zum vierten Part von Let's Play Shantae Half Genie Hero. Wir sind jetzt im vierten Part, habe ich schon gesagt, oder? Naja, egal. Ich weiß nicht, noch lauter stellen. Warum sind wir hier? Also ich war dann hier noch mal gekommen, wenn die Elefanten vor allem gekommen. Das müssen wir noch mal machen. Ah, fuck. Tickets haben wir. Ja. Irgendwas? Hab ich die Spinnform? Nee. Ach nee, 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 nee. Ich weiß, was wir machen wollten. Wir wollten hier die Spinnform holen. So. Sowas. Ich erinnere mich. Hier können wir auch gleich was drüber. Ich bin vor mir schon gespoilert, hab ich eigentlich nicht spoilern wollte. Aber naja. Wunderschön. Ich sehe, ich kann meine Knopfdrücke sehen. Knopfdrücke sehen. Aber ist mir einfach ein bisschen egal. Beziehungsweise die, was sie sehen, hören. So, ich glaube, ich stelle ein bisschen lauter. Ich weiß nicht wieso, aber ich muss das lauter stellen. So. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu laut, beziehungsweise zu leise. Da wird es euch schnell noch ein bisschen leiser. Okay, ich denke, das sollte jetzt okay sein. Jetzt sind wir ein bisschen die Fickfischer. Ah, schade. Dann droppt etwas, was halt vergessen, aber er droppt um etwas. Ne, da kommen wir noch nicht lang. Was ist das schon? Ich weiß gerade nicht. Hallo Bombenmann. Bombenmann. Ich bin Bomberman. Boom. Das ist spannend. Ja, egal. Boom. Explosion. Ich mag Explosion manchmal. Manchmal aber auch nicht. Ach, nein. Nein, 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 nein. Ich hoffe, es läuft alles perfekt. Ich habe uns dann 60 erzählt. Ich habe hier 11. Ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen besser geworden, weil ich bin jetzt erstmal anders auch noch am Programm. Ich benutze diesmal OBS. Und gucke mal, wie es abläuft. So. Wir haben hier ja so einen fetten Windstoß, wo wir nicht weiterkommen. Aber wir haben ja die Elefantenfähigkeit. Damit kommen wir hier lang. Und damit hatten wir die nächste Fähigkeit. Nämlich die sogenannte Spinnenfähigkeit. Beziehungsweise Spinnentanz. Ja, wenn ich schon. Wenn uns in die Spinne verwandelt, dann können wir sagen, wie ein Doppelsprung einfach nach oben kommen. Weit nach oben. Also Doppelsprungknopf drücken und schon kann man oben an der Wand festhalten. Und wieder mit Sprungknopf runterspringen. Ich sag lieber Sprungknopf, weil ich keine Ahnung von was du hast, da ich mit Gamepad spiele. Und man kann ja eigentlich schon 100 AB einstellen. Boom. Au. Gut. Warte, ich hab doch den Warp-Tanz, wenn ich bin. Ja. Ah. Ich liege meine Kuh manchmal. Ich brauche nicht. Ich geht's jetzt schon. Okay. Ich hab hier ein bisschen später, aber.
Okay, wir haben hier den Elefantenkampf. Wir haben einen Elefantenstamper, damit können wir den Elefantenkampf etwas helfen. Und hinter diesen Dingern hier ist ein geiler Weg versteckt. In Hardcore-Modus ist hier ein Gegner, der es ziemlich spät im Spiel kommt, als wirklich. Bam. Und diese Überreste müssen wir jetzt sammeln, als Zeitquest. Die wir später für die Story brauchen. Aua! Mann, Mann, nicht hauen! Nicht jetzt. Später erst. Das ist langweilig. Wir haben niemanden hier. Und zack. Bam. Mit den Elefanten können wir ein bisschen gleiten. Wie er Dennis sagen würde. Das Susksui. Euer Name seid ihr mein Streamfail. Dann nehme ich ihn gleich, wenn ich kurz 3 falschen Namen eingeben. Lustig. Das hat, statt dann nehme ich den Namen Susksui. Also das ist jetzt nicht der echte Name. Aber den Streamer-Name, den YouTube-Stream-Name, Susksui, da haben wir mal falsch eingegeben. Das hat so vielen Lachen gekriegt. Das falsch wollte ich nicht. Das wollte ich. Und hier kommen wir eh noch nicht weiter. Geil. Au. Ich gibt ja auch noch. Aua. Boosted. Ah, jetzt können wir Spitz spielen. Ich merke gerade, ich sollte ein bisschen leiser stellen im Spiel oder mich ein bisschen lauter, warte, ich bin ein bisschen lauter. So. Puh. Sollte jetzt alles okay sein, hoffentlich. Ich weiß es doch nicht. Ah! Oh Gott, nicht gut. Keine Blume für mich. Au. Nein! Nein, 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 ah! Aua, nochmal, fuck you. Und hier ist ein Stein, das wir als Elefant wegschieben können. Und was sagen wir hier? Das war wahrscheinlich nur Galerieschüsse. Naja. Bei den super leicht zu finden Sachen gibt es eigentlich meist nur Galerieschüsse. Also. Ist halt billig. Wenn obwohl ich sagen muss, das ist eine dumme Idee, weil es dann. Wenn man alle Galerieschüsse hat, hat man nicht das OP-Seite im ganzen Spiel. In Kombination mit einer anderen Seite. Was man sich aber kaufen muss. Halt super billig. Wir können übrigens noch nicht alles holen, weil das Spiel lebt vom Backtracking. Da müssen wir ein bisschen warten. Aber wir können glaube ich mal die Zeit. Wie viel hat er denn schon? Weil, okay. Ich hab schon alle holen. Das war gar nicht. Aber ich glaube wir schon. Aber sonst wäre es ein bisschen dumm. Ich glaube, wir können ihn töten. Ja, wir können ihn töten. Geil. Hab ich's gehört. Da ist ein Edelstein runtergefallen. Irgendwo. Irgendwo, wo es mich nicht interessiert. Warte, das machen wir später. Weil, braucht man. Weiß gar nicht. Nee, nee, da braucht man einen bestimmten Sache. Also interessiert mich auch ein Busch. Elefanten rein. Das hier? Nein, 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 das will ich nicht, das will ich nicht. Jetzt bringt heute mal durch, aber nicht auch machen. Au. Das will ich noch nicht. Ich will erstmal etwas anderes machen. Und das will. Ach, mein. Hä? Ach nee, das war. Ah ja. Wahrscheinlich im Schiller. An alles. Ja, wollen wir diese Einverwandlung dabei klein werden. Warten werde ich denn diesmal nicht. Wie ich bis jetzt alles verraten habe, ich Idiot.
Fuck, 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 fuck. So. Ah, fuck. Ich bin nicht weg. Ups, das war noch. Alter, bin ich boostet? Oh, wir haben einen weiteren Herzcontainer. Geil! Und ich bin runter und hol mich jetzt diese Überreste ab. Wir dort drüben waren. Yay! Yeah. Ich hätte mal da vor, eigentlich egal. Jojo, wir sind ein Überreste, du Bitch. Und danke für die Krankheit. Wahrscheinlich Herpes. Warum Herpes? Keine Ahnung. Vielleicht auch Ebola. Nobody knows. Da ist mein Mausenbild, geil. Also Linie. Alter, wir haben hier einen schon relativ viel geholt. Haben wir schon viel geholt? Nein. Ja, relativ wenig geholt. Nein, gehen wir zurück ins Guteltown. Und überreichen die zwei Tickets. An Rutti-Tops. Oh ja, Tickets für das Rennen. Hast du zwei Stück dabei? Du bist wirklich nett. Wie versprochen, hier. Du hast ein Lichtspieler. Geil. Wow. Was genau, wonach Onkel gesucht hat? Was wolltest du überhaupt mit deinen Splitter dunkler Magie? Frag nicht. Oh, und sag, warum stehst du dich uns nicht an? Du könntest mit Abner und Power of Evil und mir zum Rennen gehen. Nein, danke, Roddy Tops. Es war ein anstrengender Tag. Komm schon, man muss das Leben genießen, solange man es noch kann, oder nicht? Ich denke drüber nach. Zuerst muss ich diesen Splitter meinen Onkel bringen. Bitte, Mike, du. So, was können wir jetzt kaufen? Ich bin mal ein bisschen. Komm, eine Anführung. Eine super Anführung, komm. Da war's. Super Piper! Hattest du bei der Suche nach dem dunklen Splitter Erfolg? Du schon zurück und hast den dunklen Splitter. Du bist doch nicht immer noch besorgt, oder? Der Splitter kommt nach oben, siehst du? Ja, die Stimme ändert sich von Fahrt zu Fahrt. Genau so. Nach zwei Komponenten und uns sagen, werden vorbei sein. Was jetzt? Wer ist dieser Typ? Sei ein Geheimnis bewahren? Nein. Psst. Ein Raubüberfall? Shh. Ich habe unter einem Fahrzeug gearbeitet. Deswegen habe ich sie mir nicht gesehen. Aber ich habe alles gehört. Es wird in Cape Crest das Ziehen während eines großen Rennens geschehen, das heute stattfindet. Wenn sie mal herausfinden, wer geplaudert hat, bin ich ein toter Mann. Ich war nie hier. Cape Crest das Ziehen. Dort findet das jährliche Zauberteppichrennen statt. Ein falsches Spiel könnte das Leben von hunderten Zuschauern gefährden. Hier, eine Karte, die nach Cape Crest das Ziehen führt. Danke, Onkel. Glück mit deiner Maschine. Ich geh zum Rennen. Dann müssen wir also zum Rennen. Komm, wir gehen noch ein bisschen Mann aufplanen. Und fertig. Hat sich gelohnt. Weil jetzt kommt das ekelhafteste Level vom ganzen Spiel. Meiner Meinung nach. Ich muss nach Cape Crest, das ist zu schnell.
Zauberteppich rein. Okay. Das vergleiche ich, während wir unterwegs sind. Bist du bereit auf das Ding? Doch, der steigt auf. Also hat sich nichts geändert. Ich hab keinen Bock. Aber wir müssen das machen. Let's go. Wie viel Speicher haben? Würde mir bitte mal erklären, was hier los ist? Und was macht sie hier? Hey, sei froh, dass ihr Tickets mit uns geteilt habt. Hört mal zu, Leute. Der mysteriöse Mann ist Captain und glaubt, dass wir in den großen Rennen heute ein großgelegter Raubüberfall standen. Jemand ist hinter den fliegenden Teppich her und jeder ist verdächtig. Ich werde an der Cover als Pilot in den Sand treten. Sky und Polo, ihr zwei steht euch das Rennen von der Zuschauertribüne auf dann. Und Forty Tops? Ich arbeite mit der Boxen-Crew. Seht mal, ich bin ein Zombie-Boxen-Mädchen. Die Fans werden mich bestimmt zum Anbeißen finden. Ich will sie auch ausfinden. Ich will sie zuerst frisst. Halt die Klappe, ihr Bein! Piep, piep. Jetzt aus, als wärst du bereit. Los geht's. Richtig verspallen. Oh, ich bin ganz schön. Jetzt muss mir schnell sein. Es gab hier ein Achievement, wofür ich so eine Ewigkeit gebraucht habe, wo ich einfach ein bisschen machen hätte müssen. Aber ich hätte es nicht im Hardcore-Modus machen sollen. Im Hardcore-Modus verlieren. Ich sag nichts. Werdet ihr dann schon in das Let's Play sehen? Eins kann ich verschwarten, das eine Achievement ist, alle Fahrer hier töten. Das war einfach nur anstrengend, hier alles zu töten. Oh Gott. Weil durch das Töten verliert man ein bisschen Zeit und man ist langsamer. Und später ist eine ziemlich knapp bemessene Situation. Vielleicht läuft der diesmal Frostball. Bestimmt nicht. Bei Kack nämlich seine öfters. Gott, ich hab's geschafft. Warum war es diesmal so einfach? Hier kommt ein fliegender Teppich, Vinegar! Knapp in dir, Twitch! Twitch? Vinegar? Die beiden sind also Diebe! Hey, wir haben viel von Hassan! Ja, du kannst dieses magische Teppich nicht hin! Vergiss es! Ja gut, mach's wie du willst. Oh, das war. Ups. Wird schon wieder egal, Luftangriffsdruck. Ein Zwischenboss. Als ich das zweite Mal gespielt habe, das Spiel hier abgestürzt, weil ich nicht so gemacht habe, wie ich es eigentlich machen sollte. Also in den Hellen-Modus. Der Pussy-Modus auf meiner Linie. Auf jeden Fall habe ich Spiel zum Abschützenpart, weil ich sehe, weil ein Event nicht ausgelöst werden konnte durch diesen Bug. Oh lol, der ist schon tot. Au. Blaster. Aua. Hat wenig, nicht schauen, Mama. Blaster. Schöp, schöp, schöp. Fuck. Ich hab kein Mana. Blaster. Aua. Blaster. Blaster. Jawohl. Zu den Beinen. Jetzt müssen wir aus dem Ohr, die diese Teppiche hinbringen.
Ich war schon natürlich. Und dann kommt der Abschnitt, den ich am meisten hasse, fast hab. Der ist einfach nur übel zu nervig. Vom Hardcore-Modus bin ich öfters draufgegangen. Ach ja, wir haben den Elefantenstampfer schon. Weil da kommen wir nur ran mit dem Elefantenstampfer. Stopfer vorhin. Und wir hatten nur einen Galerie-Schlüssel. Das ist knapp bemessen. Aber auch wenn ich habe es mit 80 gemacht, nicht dass man das erwartet kann, dass man da vorhin die nächste Verwandlung hat oder zumindest alles wegräumt von Anfang an. Also sonst wäre es schlecht überlegt, wenn man das jetzt schon holen könnte. Aber es ist auch eher eine Schuld, dass das so machen. Und jetzt schon holen könnte. Hier, diese Stelle ist übelst nervig, weil das waren einfach unendlich viele von denen. Aber mein Gott, Glück gehabt, dass ich richtig Timing hatte. Das Timing ist echt knapp gemessen. Runter. Unterschied wieder. Und hopp, hopp. Easy. Und ja, Galerie-Schüsse. Wie zu erwarten. Ja, yeah, das machen wir uns einfach, ist es so ein Galerie-Schlüssel. Merkt euch das, Kinder. Wenn es zu einfach ist, dann ist es useless. Aua. Bam. Stopp. Einfach alles zerstören, was mir in den Weg kommt. Ich glaube, ich werde hier nicht gegen Ober gehen. Allein nur, dass nicht nur Normalmodus ist, sondern wir auch viel zu Problem haben. Im normalen Modus. Oh mein Gott. Meine Arschwäre wurden rasiert. Weggelasert. Jawohl, where to go. I'm always afraid to go. Hat man eigentlich meinen Stuhl? Ich weiß gar nicht. Bestimmt hat man meinen Stuhl. Nicht nur meinen Stuhlgang. Haha. Okay. Wie den Witz musste ich bestraft werden. Kann ich komplett einsehen. Ach, wenn ich boostert. Da wollte ich schon viel. Okay, das packen wir. Nein! Ich würde nicht reingehen. Noch nicht. Noch wollte ich nicht reingehen. Weil wenn ich reingegangen wäre, dann wäre ich tot. Wieso krieg ich den Sprung nicht hin? Was ist das? Merken, das nächste Mal mit Apfel eingehen. Ich meine, ist so ein bisschen langweilig, ne? Aber. Weil ich nicht spruch, wäre es auch nicht langweilig. Sehen wir es mal so. Und jawohl. Was hat's er? Ja, das war der. Ja, das war der. On top. Easy. Easy every time. Ihr denkt euch jetzt, wie kommt man da vorbei? Wahrscheinlich kommt man in ein Leckgame rein. Wenn man alles hat. Habe ich mir auch am Anfang gedacht. Aber nein. Man braucht nur diese Verwandlung. Und gutes Timing. Und los. Nein! Oh, das ist viel! Mit wenigstens, halt auf.
So knapp, Alter. Ich hasse das. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft und das mit dem Herzcontainer. Geil. So liebe ich das. Warum renn ich schon nicht einfach rein? Oh, ich hab's geschafft. Maul. Du schmeißt einfach in die Leere. Und so bombardiert man richtig die Stadt. Oh mein Gott, bin ich boostert. Hier gibt's nichts, aber trotzdem. Doch, hier gibt's etwas. Glühwein-Geld! Das einzige, was es hier gibt. Und top. Und wir sind schon am Ende des Bereichs. Geil. Oh Gott. Dann kommen wir zum letzten Bereich des gesamten Levels. Und wie nach jedem Level kommt denn jemand Boss? Ne, da war ja was. Ich wollte ihn gar nicht töten. Ich wollte ihn eigentlich so töten, aber naja, geht auch. Ich glaube, es war ein bisschen zu weit. Nee, man kann ja hochspringen. Alter Affe. Aber Affe kann man gut springen. Alter, das stelle ich am meisten an Kopf. Also Glück habe ich schon Spinnfähigkeit geholt. Spinntanz meinte ich, tut mir leid. Warum sage ich die ganze Zeit Fähigkeiten? Ich weiß nicht. Meine klar sind Fähigkeiten, aber eigentlich auch nicht. Hier kommt der rote Stein. Wenn ich weiß. Ja. Der rote Stein bewirkt, dass man rote Edelsteine findet, also rotes Geld. Und das, wenn man schlägt, das ist dann so wie beim grünen Stein. Dass dann der Edelstein in ein Herz verwandelt wird. Also das ist ein Unterschied zwischen dem grünen und roten. Auch relativ denselben Speck. Mein! Habe ich guck mal etwas, was ich schon hab? Nee. Da komm ich überhaupt schon. Kann ich überhaupt bekommen? Ich glaube nicht. Nein. Jetzt muss ich ein Backtracking machen. Natürlich muss Backtracking machen. Schon hier muss man in jedem Level Backtracking machen. Außer im finalen Level. Weil im finalen Level kann man nicht zonen. Da werden einem nur die Fähigkeit noch festgestellt. Ob man schon alles kann. Versteht ihr? Oh Gott. Kann sein, dass sie den Hardcore-Modus da das geschossen haben. Und die Dinger werden auch im Hardcore-Modus schneller. Das ist sehr übel langweilig. Ich hätte wirklich spannend, als ich mit dem Hardcore-Modus schaffen soll. Scheiß mal auf den Normal-Modus. Aber es ist ja übel langweilig, ich bin langsam. Stört doch die Bastarde. Da kann man übrigens am meisten Geld haben, habe ich dafür. Diesen Level, vor allem in diesem Abschnitt. Das ist ein gut zu haben, ein Heft spawn. Alter, warum sind das so viele, Mann? Woher kommen die ganzen, Mann? Was ist was? Oh mein Gott, bin ich scheiße, Mann. Aua. So größer als erwartet.
Was schießt er? Ich glaube, das war's. Was ja. Da können wir auch nichts machen. Also rein theoretisch schon, aber nur wenn ich das Level auswendig kennt. Aber ich kann es nicht auswählen. Und dann müssen sie mir eine Map speichern und die runterladen. Bitch. Alter, bin ich dumm! Aua. Aua, woher kommt er? Das ist eigentlich egal, wir schauen schon, wie wir das machen. Ich kann mich jetzt nicht finden. Hier haben wir einen Klarpot von 8 und Kugel. Ich habe übrigens jetzt wie heißt das Spiel? Ich weiß gar nicht. Bis Mensch durchgespielt und da ist die Affenkugel richtig okay. Also man fliegt damit 50.000 Kilometer gefühlt. Ich weiß, 50.000 ist ein bisschen übertrieben, aber niemand interessiert sich für die Wahrheit. Alle sagen, ich will nur Wahrheiten hören. Aber wenn sie dann die Wahrheiten hören, freuen sie sich am Ende rum. Warum sagst du mir das? Was ist denn falsch mit dir, Muschi? Oh, ich bin der Nicker, Alter, was kann das denn hier? Hallo! Und wir sind wieder am Ende, geil! Dann können wir übrigens nicht mehr runter. Und jetzt müssen wir noch das zerstören. Das war der Bosskampf. Das ist der Boss, nicht wahr? Naja. Jeder mag solche Fischkämpfe. Boschkämpfe. Fischkämpfe oder so. Genau wie ich gesagt habe. Naja. Aber warte mal. Ammo Baron. Es muss ja ausgerechnet du sein. Alles in die Luft gejagt. Das Luftschiff hat mir bei meinen Jahren durchgekauft von den finanzierten Dollar gekostet. Was für eine Schande. Das glaubt, du könntest das Rennen durch Betrieb gewinnen. Das Rennen? Ha, ich interessiere mich nicht für so einen dämlichen Liftshop für Zivilisten. Und ich interessiere mich auch nicht für das Preisgeld. Hä? Ich bin auch von der Weltherrschaft aus. Luftüberlegenheit, Baby. Gepanzerte Schiffe sind toll, aber ich brauche auch Luftstreitkräfte. Aber weil die magischen Seidenraupen eine gefälschte Art und außerdem ziemlich niedlich sind, nehme ich mir die magische Seide, die ich brauche, einfach von den Teppichen dieser Verlierer. Und verwende sie, um Zauberteppich und Uniform für meinen Männer herzustellen. Magische Zeinraub? Das kann nicht dein Ernst sein. Ich werde dir zeigen, Männer. Was zum 7. Yeah. Zeigen wir dieser kleinen Schönheit mal, wie eine ordentliche Formation aussieht. Armut, Baron. Limitiert erhältliches Großmaul. Stirb! Oh, hast keine Männer mehr? Habe ich dich schon eliminiert? Aua! Idiot. Aua. Was liegt hier? Oh Gott. Ich hab kein Mana mehr. Warum hab ich kein Mana mehr?
Stirb! 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 Oh fuck, ich lebe. Ich mag wie sie schreien. Hab ich irgendwie etwas Mana herzustellen? Nee, bin ich wieder. Eins, zwei, drei, okay, wir sind schon am Ende. Nein, ich hab kein Mana mehr. Also wirklich null. Stop! Yes! Get out of my level, bitch! Was ist schief gelaufen? Du bist schief gelaufen! Was außer es? Die ganze Arbeit für nichts und wieder nichts. Geschieht dir recht, Hammerbahn? Hallo, ist das Ding eingeschaltet? Meine Damen und Herren, ich sehe es aus, als hätte Hammerbahn all seine Lebenshütter an erledigt. Alle bis auf diesen neuen König mit den lila Haaren. Preisrichter! Wir haben einen Gewinner! Easy. Easy every time. Boah, welche Verwendung haben wir jetzt? Weiß ich gar nicht. Ach, die alten, ja. Die mit der Umwirrung sehr, sehr klein machen. Nimm nicht die Maus. Du hast Mäusertanz. Geil. Und mit Mäusertanz können wir uns nicht nur sehr klein machen, sondern halt auch diese dünnen Dinger durch. Steuern ist ein bisschen hängen geblieben, aber naja. Okay. Viel schlimmere Steuerung. Boah, ich habe noch nie so Werten gesehen. Nach einer halben Stunde. Auf deiner Zeit immer noch 60 FPS. Erster Platz, hm? Klingt aufregend. Schauen wir mal, was du gewonnen hast. Ein Leben lang auf Vorrat und mehr mit Verbunden. Monsterdosenfutter. Nein, besonders nicht jetzt, da ich weiß, was drin ist. Ich nehm's. Du musst das Leben genießen, solange man kann, nicht wahr? Wie geht es mit deiner Maschinenbahn, Onkel? Die ist fast fertig. Ich habe die Stromversorgung angeschlossen. Der Magnet ist aufgeladen und ich kann schon sehen, wie sich die Partikel der dunklen Magie in der Sphäre ansammeln. Ich denke, wir sollten nach einem Strich besser suchen. Denkst du, du schaffst das? Das will ich gleich herausfinden. Ich mache meinen Start, klar? Nicht mehr in der Spielzeit. Für Glück und sehr vorsichtig. Machen wir das noch? Wir haben kurz genug noch mehr. Ich meine, wir. Ja. Wir machen uns noch schnell in die Splitter. Ja, hier gehen wir. Ja, mir meine Krankheit. Kriegst du AIDS? Du hast Blutschaden. Sie will den Mund nehmen. Ich meine, mag meist nur Creme. Apropos Mermaid's Fort, wir müssen jetzt nicht so gehen. Mermaid's Fort, oder was? Jetzt schon? Guten Nacht, wie man Lutschalken hat, muss man jetzt vor. Da lang. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, aber sonst würde ich mich gar nicht aushalten. Naja, denken wir schon. Ich bin mir nicht sicher. Ja, jetzt können wir das tun. Boots! Metallschrott 2 von 5. Brauchen wir übrigens wie 100%. Beziehungsweise für das 100% Ende. Oder auch True Ending nennt man. Ich weiß noch nicht, wie ich das mit dem True Ending mache. Ich glaube, ich lasse ein Style Items aus, damit ich das True Ending brauche. Ich
Da gibt es kaum Unterschiede zwischen normalen Ending und True Ending, aber kann man, ich kann mal beides sein. Warum denn nicht? Hm? Oh Gott. Habt ihr es gesehen? Denken wir schon. Da war ein Grafikfehler. Bitte nicht mal. Und tschüss. Wie kommt man da nochmal hin? Ja. Oh mein Gott. Sacklose. Sacklose hat Minus da. Oh. Und wir müssen nämlich in dieses Loch da rein. Nein, nein, jetzt. In dieses Loch hier rein. Ach du Scheiße. Hab ich grad nicht gesehen. Hä? Die Tante jetzt einfach verschwunden? Ich glaube, die Tante ist gestorben. Nein, ich habe Mäuse bis noch gar nicht. Ups, das war der Schuld, tut mir leid. Da habe ich gespoilert. Mit Mäuse muss man die eben schon. Und es geht auch ein Schief, wenn man mit Fähigkeit, glaube ich, bis Geburts- bzw. Endgegner töten muss. Oh mein Gott. Das sagt Knub. Er kennt das Wort nicht, Knub. Also ich kenne es auf jeden Fall nicht. Ah, scheiß drauf. War das so nicht klar? Ah, mein neuer Kurist. Dann soll ich den Kurs wohl. Ich kann ja. Gleich, die kannst du mein Lutscher haben. Kannst du doch gerne den Mund nehmen. Ja. Das ist alles gibt, aber. Warte mal. Wollt ihr den nächsten Bereich? Im nächsten Abschnitt teleportieren? Jawohl. Im nächsten Abschnitt gibt es nämlich etwas, was ich unbedingt haben will. Beziehungsweise nicht unbedingt haben will, aber was auf jeden Fall 100% für den nötig ist. Und warum später holen, wenn ich es auch jetzt holen kann, ne? Aber... Oh mein Gott. Den Schuk. Ich habe auch im letzten Part gemerkt, dass ich ein bisschen übersteuert habe. Mit heute schon 3.5. Nein, ich habe keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Aber ich habe es eigentlich schnell gemacht. Übersteuere ich ein bisschen? Nee. Ich denke, ich übersteuere nicht. Ich hoffe mal nicht. Wenn ich übersteuere, dann könnt ihr ruhig gerne das Video sperren lassen. Nein, ich Idiot. Das habe ich schon vergessen. Oh, es gibt hier eine Stelle, wo man auch ganz leicht Geld bekommt. Aber das brauchen ein bisschen dieses E-Tim. Hier wollte ich noch hin. Weil hier kommen wir nur lang, wenn eine Spinne hat und so weiter.
Also hätte ich schon früher holen können. Ich bin... Wort zur Hölle. Wie bin ich an diese Stacheln da oben rangekommen? The fuck? Und wieder machst du auf mir auch noch. Aber what the fuck, man? Was war denn das denn jetzt? Ich kann mich erinnern, dass ich diese Stelle irgendwie geschießt habe, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich das geschießt habe. Also ich hab's irgendwie geschafft, die Stelle zu machen, ohne irgendwie die Power noch zu haben. Und ich hatte ja auch einen Bug gefunden, da bin ich nämlich einfach einmal aus Versehen in die Stacheln gekommen. Und dann bin ich außerhalb der Map gespawnt. Und dennoch irgend so ein Wasser. Ich habe nur Wasser gehört und gedacht, fuck, wo bin ich? Konnte mich gar nicht sehen. Das war auch noch in diesem Abschnitt. Also, the fuck, man. Completely random. Also, seitdem ist nie wieder passiert. Datenschiff. Geil. Alter, mach ich jetzt mal Schluss mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen.